Isolierte Elektrikerwerkzeuge von Klein Tools bieten den gewohnten 1000 Volt Schutz bei unveränderter Größe zu den nicht isolierten Modellen. Die neuen, im Spritzgussverfahren gefertigten Griffe haben eine dreiteilige Isolierung mit einer weißen Unterbeschichtung, die sich um den Stahlgriff legt und eine Beschädigung der Isolierung erkennbar macht. Sie fungiert auch als zusätzliche Schutzschicht, die bei Konkurrenzprodukten fehlt. Durch die schlankeren Griffe mit kompaktem Daumenschutz sind die Werkzeuge bei unverändert guter Isolierung einfacher zu verwenden und im Werkzeuggürtel aufzubewahren. Die Produktreihe umfasst die wichtigsten Werkzeuge, die Elektriker zum sicheren Arbeiten brauchen. Nicht alle isolierten Handwerkzeuge sind gleich. Zur Gewährleistung ihrer Sicherheit entsprechen die isolierten Werkzeuge von Klein Tools Normen wie IEC 60900 und ASTM F1505. Zusätzlich verfügen sie über das VDE-GS-Zeichen. Das bedeutet, dass jedes Werkzeug durch das Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE zertifiziert wurde. Jedes Werkzeug ist mit dem 1000-Volt-Symbol gekennzeichnet. Hiermit wird sichergestellt, dass unsere Werkzeuge mit 10.000 Volt geprüft wurden. Um die Erfüllung dieser Normen sicherzustellen, werden isolierte Werkzeuge von Klein durch den Hersteller gründlich geprüft, damit sie für jegliche Einsatzbedingungen geeignet sind. Eine dielektrische Prüfung, bei der 10.000 Volt an die Isolierung angelegt werden, um eine Durchlässigkeit auszuschließen, sowie eine Griffabzug-, Stoß- und Entflammbarkeitsprüfung zur Sicherstellung der Beständigkeit werden durchgeführt. Klein Tools steuert die gesamte Fertigung in den USA, beginnend mit unserem eigens entwickelten Stahl, den wir mit unserem dreistufigen Wärmebehandlungs- und Prüfprozess herstellen. Nur ein Beispiel, das zeigt, warum Klein Tools die erste Wahl für professionelle Elektriker ist. Neue in den USA hergestellte isolierte Elektrikerwerkzeuge von Klein Tools. Für professionelle Handwerker seit 1857. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort oder auf unserer Website unter www.kleintools.de.